Wer kennt es nicht? Der Griff zum Kinderriegel, der Griff zum Duplo. Jeder hat seinen persönlichen Lieblingssnack. Ob es Eis ist, ob es Chips sind, ob es Schokolade ist. Jeder isst gerne Zucker. Ausnahme bestätigen natürlich die Regel. Aber ich muss sagen, ich liebe einfach Süßigkeiten. Deswegen sind die auch fest in meinem Alltag integriert. Bei mir persönlich ist es einfach der kleine Snack zwischendurch oder abends auf der Couch ein Eis, schnell zur Gefriertruhe laufen und mir einfach mein Lieblingseis gönnen, sei es am Stiel oder im Becher. Aber ich wage jetzt mein erstes Selbstexperiment. Herzlich willkommen, Freunde, zu meinem ersten Selbstexperiment. Ich werde versuchen, im Namen der Wissenschaft 7 Tage lang auf jegliche Form von Zucker zu verzichten. Allerdings müssen wir erst klären, auf welche Art von Zucker ich verzichten werde. Ich werde auf industriellen Zucker verzichten, heißt also Zucker, der beim Herstellungsprozess eines Lebensmittels hinzugefügt wurde und nicht auf natürlichem Wege oder von Natur aus schon im Lebensmittel enthalten ist. Heißt also zum Beispiel Schokolade, Eis, Gummibärchen, sonstige alle Formen von Süßigkeiten. Dann auch noch bei Lebensmitteln, bei denen man es vielleicht gar nicht vermutet. Eingelegtes Gemüse, wo auch Zucker drin ist. Bei Essiggurken ist sogar Zucker dabei. Zucker, der im Obst drin ist, also Fructose, werde ich immer noch weiterhin essen, weil einfach die nötigen Vitamine gebraucht werden. Um es noch simpler zu formulieren, wenn ich ein Lebensmittel in der Hand habe und hinten auf der Zutatenliste steht das Wort Zucker, heißt dies, dass dieser Zucker beim Herstellungsprozess hinzugefügt wurde. Auf der anderen Seite jedoch, wenn bei der Kalorienangabe unter Kohlenhydrate davon Zucker eine Mengenangabe steht und dieser Zucker aber von Natur aus schon da drin ist, werde ich das Lebensmittel immer noch konsumieren. Jeder, der mich kennt, weiß, wie schwer mir das fallen wird, auf mein tägliches Eis zu verzichten, auf die täglichen Snacks zwischendurch. Ich glaube, das wird eine heftige Qual für mich, aber ich bin gespannt, ob ich es durchhalte. Nach Ablauf der 7 Tage werde ich natürlich auch ein Fazit ziehen müssen. Heißt also, wie erging es mir in den 7 Tagen? Würde ich es weiterhin tun? Würde ich jetzt sogar empfehlen, mal 7 Tage auf Zucker zu verzichten? Ich bin sehr gespannt auf das Fazit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ich bin gespannt, wie es mir nach den 7 Tagen geht, ob es mir besser geht, ob es mir schlechter geht, ob ich es überhaupt durchhalte. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wir sehen uns. Viel Spaß. Auf all diese Snacks soll ich jetzt eine Woche verzichten. Keine Schokolade mehr, keine Gummibärchen mehr, kein Eis mehr. Und falls ich dann mal doch Snacks essen möchte, dann nur noch solche. Waffeln und Nüsse. Was geht ab, Freunde? Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben jetzt Samstag 7:30, glaube ich. Und ich muss noch unbedingt was einkaufen gehen. Weil ich nicht mehr so viel zu Hause habe und ich muss jetzt mal gucken, was es im Alnatura so für Lebensmittel gibt, die ohne Zucker verarbeitet wurden. Ich hoffe ja, dass mein geliebtes Pumpernickel ohne Zucker verarbeitet wurde oder hergestellt wird. Und denn davon könnte ich mich ernähren, damit könnte ich mich anfreunden. So ist mit Frischkäse und Tomate, Gurke, bisschen Kräutern, Salz, Pfeffer, Beste was gibt. Und dann noch Avocado. Muss ich mal schauen. Aber wir sehen uns dann im Alnatura. Und dann schauen wir mal, was es da so gibt. Freunde, ihr habt gesehen, mein erstes Essen in der zuckerfreien Woche, mein erstes Abendessen in der zuckerfreien Woche, das ist einmal Hirse, Tofu, Zucchini, Paprika, Tomate und Joghurt. Ich lasse mir das schmecken und wir sehen uns dann morgen. So, der erste Tag zuckerfrei ist rum. Ich muss sagen, ich habe mich heute Morgen echt gut gefühlt, war bisschen aufgeweckter, bisschen vitaler, aber ich weiß jetzt nicht, ob es einfach einen guten Schlaf gelegen hat oder einfach daran, dass ich halt keinen Zucker gegessen habe. Was ich allerdings gestern gemerkt habe, waren so die täglichen Griffe so zur Süßigkeiten-Schublade oder zum Regal. Es war schon ungewohnt, dann zu sagen, nee, ich esse jetzt kein Duplo. Also normalerweise würde das ja passen und es wäre kein Problem bezüglich der Diät, aber jetzt einfach zu sagen, nee, jetzt nicht. Oder auch einfach abends auf der Couch so
das Eis zum Abschluss des Tages, was für mich so einfach sich so ein bisschen eingespielt hat und was ich zu schätzen gelernt habe, das war halt jetzt nicht drin. Es hat so ein bisschen gefehlt, aber es war okay. Deswegen, ich bin mal gespannt, was so die nächsten Tage mit sich bringen und werde auf jeden Fall das dann genau beobachten, ob ich dann wirklich besser schlafe oder ob ich dann einfach weniger Schlaf brauche. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Was geht ab, Freunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Tag 3 ist jetzt und ich muss sagen, also ich bin um 8:30 oder um 7:45 aufgestanden, bin aber schon zweimal vorher aufgewacht und war schon da komplett wach. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt keinen Zucker esse, aber ja, ich bin schon so ein bisschen frischer, ein bisschen wacher um die Uhrzeit und ich mache mir jetzt erstmal was zu essen und wir sehen uns dann gleich. Frühstück, Tag Nummer 3 ist durch. Ich fühle mich gut. Was gab's zu essen? Pumpernickel mit Avocado, Ei, Frischkäse und Hummus. Hummus aus dem Alnatura, weil da kein Zucker drin ist. Sehr geil. Allerdings macht mich das nicht so satt. Also ich fühle mich sehr, sehr gut. Allerdings würde ich sagen, es würde mir auch gut gehen, wenn ich gestern Abend vielleicht ein Eis gegessen hätte oder jetzt noch ein Duplo-Riegel oder sowas. Allerdings muss ich sagen, die Gelüste haben langsam nachgelassen. Also die ersten 2 Tage war es schon so, okay, ja, mir fehlt schon ein bisschen, aber mittlerweile geht es eigentlich. Ich bin mal gespannt, wie es so in 3-4 Tagen ist. Aber ansonsten geht es mir super. Ich habe gut geschlafen. Ich gehe jetzt ins Training und ich nehme mich da auch ein bisschen mit. Sehen uns auf jeden Fall später. Macht's gut. Freunde, Tag 6 meines Experimentes. Ich fühle mich einfach sehr fit. Heute Morgen bin ich tatsächlich auch um 7:30 aufgestanden, war dann auch irgendwas über 10 Kilometer laufen. Moderates Tempo, aber heute an meinem Rest dachte ich, okay, ich gehe auf jeden Fall mal laufen, damit ich es hinter mir habe. Und ich fühle mich echt fit. Ich denke tatsächlich auch, dass es daran liegen könnte, weil ich nämlich auch schon vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen immer wieder morgens aufstehen wollte. Oder früher aufstehen wollte und dann dachte ich mir jedes Mal, okay, komm, eine halbe Stunde geht noch. Aber diesmal habe ich halt wirklich gesagt, okay, komm, ich stehe auf, geh laufen, dann habe ich es hinter mir, fertig. Ich weiß nicht, ob es irgendwie so ein mentaler
Effekt ist. Oder weil ich einfach morgens zurzeit fitter bin, habe ich das Gefühl, und abends auch gar nicht so müde wie vorher. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr positiver Effekt. Ich bin positiv überrascht dadurch auch. Ich dachte nicht, dass es so große Auswirkungen hat. Aber anscheinend ist es so. Wir sehen uns später. Was geht ab, Freunde? Tag Nummer 7 des Lebens ohne Zucker. Mir geht's super, muss ich sagen. Jeden Morgen wache ich einfach frischer auf, habe mehr Elan, könnte immer früher aufstehen und bin einfach voll Tatendrang. Keine Ahnung, ob es damit zusammenhängt. Ich denke auf jeden Fall schon. Ich lasse mir jetzt mein Frühstück schmecken. Einmal Kriegsball mit Mango, Banane. Und ja, danach gehe ich zum Training und wir sehen uns dann später. Kommen wir nun zum Fazit meines ersten Selbstexperimentes. Ich habe 7 Tage lang auf industriellen Zucker verzichtet. Sei es, ob es offensichtlich war, dass in diesem Lebensmittel Zucker enthalten war oder nicht. Ich muss sagen, die ersten 2 Tage waren schon extrem schwer. Die täglichen Griffe zur Süßigkeiten-Schublade oder ins Regal waren einfach noch da. Und auch das tägliche Eis auf der Couch war einfach nicht mehr da. Das war schon sehr schwer, aber nach 1-2 Tagen habe ich mich dran gewöhnt. Ab dem 3. Tag hatte ich dann auch die ersten körperlichen Effekte bzw. Auswirkungen gemerkt. Und zwar, ich war morgens einfach viel vitaler und viel, viel schneller wach als die Wochen zuvor. Das führte dazu, dass ich sogar Donnerstag und Samstag jeweils 10 Kilometer morgens um 7:30 und um 8 Uhr laufen war und auch die Dunkelheit bzw. das kühlere Wetter mir nichts ausgemacht haben. Und nach dem 3. Tag hatte ich mich komplett daran gewöhnt, auf Zucker zu verzichten. Allerdings habe ich auch gemerkt, dass ich beim Einschlafen ein bisschen länger gebraucht habe, weil eigentlich bin ich so einer, der sich ins Bett legt und nach 1-2 Minuten komplett weg ist. Aber in der Woche habe ich dann ungefähr 2-3 Minuten länger gebraucht. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran gelegen hat oder an etwas anderem, aber auf jeden Fall ist mir das aufgefallen. Was mich allerdings auch überrascht hat, war zu sehen, in welchen Lebensmitteln Zucker hinzugefügt wurde. Da wäre zum Beispiel Gemüsebrühe, was ich nicht dachte, oder Rahmspinat aus der Tiefkühltruhe oder sogar vegane Fleischersatzprodukte. Da hatte ich mir extra ein veganes Cordon Bleu gekauft und ich konnte es nicht essen, weil Zucker hinzugefügt wurde. Oder auch in den meisten Konservendosen, zum Beispiel Kidneybohnen, Kichererbsen oder auch sogar eine rote Beete, ist Zucker enthalten. Das führte dazu, dass man meistens zu rohen Produkten gegriffen hat und die dann einfach nur aufbereitet oder zubereitet hat. Würde ich dieses Selbstexperiment weiterempfehlen? Auf jeden Fall. Allein um mal einen kleinen Cut zu machen, um mal seinen Horizont zu erweitern und zu sehen, okay, in diesem Produkt ist tatsächlich auch Zucker drin, was ich nicht gedacht hätte. Aber um alleine mal die Erfahrung gemacht zu haben, würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Um mal ein kleines Resümee zu ziehen. Diese eine Woche war extrem lehrreich für mich. Um zu sehen, in welchen Lebensmitteln tatsächlich auch Zucker drin ist, was ich vorher nicht wusste. Um mal eine kleine Pause vom Zucker zu haben und zu sehen, welche Auswirkungen und Effekte der Zuckerkonsum auf den Körper hat, war es schon extrem interessant zu sehen. Ich werde zukünftig meinen Zuckerkonsum weiterhin beobachten, ihn nicht zu hoch steigen lassen, damit ich weiterhin fit und vital bin, so wie in der vergangenen Woche. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch sehr gerne ein Like da und ein Abo. Folg mir gerne auch auf Twitch und auf Instagram, um mich weiterhin zu unterstützen, damit dieser Kanal einfach wächst und an Reichweite gewinnt. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag, mach das Beste draus und wir sehen uns. Ciao!